Ich möchte ein paar Dinge ändern in meinem Leben, verbessern. Unter anderem werde ich meinen Namen ändern. Hallo, liebe Deutschlerner. Ich bin Marc, dein Deutschlehrer und Mitstudent des Lebens. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich mochte Marco nie wirklich. Vielleicht hat es einen Grund, dass manche von euch mich versehentlich Marc, Markus oder sogar Marcos genannt haben. Dieser italienische Name Marco schien nie wirklich zu mir, einem Deutschen, zu passen. Verstehe mich nicht falsch. In den letzten Jahren habe ich ein bisschen Italienisch gelernt und ich liebe die Sprache sehr und auch das Land und die Leute. Aber ich habe nie verstanden, warum ich einen italienischen Namen habe. Marco ist die italienische Form von Marc. Also habe ich mich entschieden, Marc als meinen neuen Namen zu wählen. Ich mag Marc. Der Name ist kurz und stark. Ich mag Samuel Clemens, den berühmten Schriftsteller und Humoristen, der unter dem Künstlernamen Mark Twain schrieb. Mark ist übrigens auch ein Heiliger und Bibelautor. Mark ist das englische Wort für Markierung, Zeichen. I will make my mark on the world. Ich habe erst kürzlich damit angefangen, mich als Mark vorzustellen. Und jedes Mal, wenn mich jemand Marc nennt, werde ich an diesen Satz erinnert. Es ist etwas, das mich antreibt, dieser Wunsch, die Welt besser zu machen. Je signifikanter, desto besser. Was bedeutet diese Veränderung und andere Veränderungen in meinem Leben, die ich machen werde für Authentic German Learning? Nun, nur Gutes. Ich kann nicht genug betonen, dass ich niemals mit Authentic German Learning aufhören werde. Vielleicht macht irgendwann 99% der Arbeit ein Team, aber ich werde nie aufhören, euch inspirierende Deutschlernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Von nun an heiße ich Marc. Und du? Vielleicht möchtest du nicht unbedingt den Schritt machen, den ich gemacht habe, und deinen Namen ändern. Aber wenn du dir einen neuen Namen geben könntest, der ausdrückt, wer du wirklich bist, und wofür du stehst, was wäre er? Schreibe mir in den Kommentaren. Wir sehen uns später. Tschüss. Marc out.